Heute geht es ums Thema Canva. Wie ich Canva selbst entdeckt habe, war ich total hin und weg. Das ist schon ein paar Jahre her und es kann halt relativ viel, also es lernt immer mehr. Solltest du noch nicht auf Canva angemeldet sein, habe ich dir hier einen Link bzw. auch natürlich in den Chat einen Link hinzugefügt, wo du dich zu Canva anmelden kannst und du bekommst auch 30 bis 45 Tage quasi einen kostenlosen Premium-Zugang. Du brauchst aber grundsätzlich für die Webseite keinen Premium-Zugang. Das heißt, es reicht auch, wenn du einen normalen Zugang, einen kostenlosen Zugang hast. Kurz zu mir, damit... Moment. Damit auch weißt, wer überhaupt hier spricht, stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist Viktoria Egger. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und Online-Media-Marketing, dachte ich mir, ich brauche das auch unbedingt, obwohl ich aber so früh ins Internet gekommen bin und so früh schon Webseiten und Blogs gehabt habe, dass es eigentlich das Zweitstudium nicht mehr notwendig war, weil ich schon relativ viel wusste und konnte. Ich habe angefangen im Online-Marketing mit 2007, habe dann 2009 einen eigenen Blog kreiert, weil ich dachte, ich möchte das, was ich lerne oder was ich sehe im Online-Marketing, einfach auch selber umsetzen können. Das ist auch so mein Credo eigentlich. Das heißt, alles, was ich erzähle, mache ich auch selber. Ich bin nicht so eine Beraterin, die einfach sagt, ja, habe gehört, das gehört so, sondern ich mache es dann auch wirklich. Ich bin seit 2009 Content Creator, also Bloggerin, mache aber auch YouTube-Videos und verschiedenste andere Sachen. Und habe dann 2012 aus verschiedensten Gründen mich selbstständig gemacht und habe eine kleine Agentur gegründet, mit der ich mich vor allem um Blogger gekümmert habe, also mich auf Influencer-Marketing spezialisiert habe, auf Content-Creation und auf Personal-Branding, aber auch vor allem auf die Hilfestellung von KMUs und EPUs. Und das hat sich 2020 halt noch forciert. Das heißt, seit 2020 berate ich eigentlich hauptsächlich Kleinunternehmerinnen, große Unternehmen, wie auch immer, im Online-Marketing, helfe ihnen, dieses Setup zu machen, ihre Online-Marketing-Welt, das heißt, was sie alles brauchen. Deswegen beschäftige ich mich auch mit dem Thema Webseiten relativ viel und bin außerdem Freelancerin für diverse Agenturen, Menschen, wie auch immer, Unternehmen und als Content Creator tätig und habe 2021, wenn ich jetzt nicht irre, ich hoffe, es ist nicht 2021, habe ich die KMU Digital Zertifizierung gemacht. Das heißt, man kann hier bei mir auch geförderte Beratungen buchen. Ihr habt noch meine Kontaktdaten, ihr könnt mich jederzeit anrufen, schreiben, über Instagram kontaktieren, wie auch immer. Ich bin überall vertreten und bin, ich sage jetzt einmal, auf jeden Fall einmal am Tag auf Social Media. Ich bin grundsätzlich nicht so keen darauf, sehr viel Zeit auf Social Media zu verbringen, aber eben das ist so ein bisschen das, wo ich sehr viel mache. Ja, dann lasst uns einfach starten. So viel zu mir. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit in die Chatfunktion was reinschreiben. Ihr könnt es natürlich jederzeit auch mir schreiben, wie auch immer. Ich werde jetzt einfach hier die Freigabe beenden und euch einen anderen Screen freigeben, damit wir hier ich euch was anderes zeigen kann. So. Ja. Wir gehen jetzt Canva. Wir sind hier jetzt auf Canva. Wer Canva nicht kennt, wird es wahrscheinlich kennenlernen, sage ich jetzt einmal nach und nach. Aber grundsätzlich auf Canva kann man ja alles Mögliche machen. Ist auch total in meinen Augen wirklich das nützlichste Tool, was man so nutzen kann. Und was hier ganz wichtig ist, ich kann hier wirklich alles Mögliche erstellen. Wie man sieht, ich mache meine Präsentationen hier, ich mache mein CV hier, ich mache auch hier, ihr seht jetzt ein bisschen so Logos, die noch nicht ganz online sind. Aber grundsätzlich, hier kann ich einfach hier eingeben Webseite und bekomme dann gleich einen Vorschlag, ganz viele Vorlagen für Webseiten. So einfach geht's. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier sagen, okay, was möchte ich überhaupt für eine Webseite? Ich habe ja schon eine erstellt, deswegen würde ich jetzt auch dort was das weiter zeigen. Aber grundsätzlich kann ich einfach sagen, wir können das jetzt einfach hier ausprobieren, was gefällt mir hier. Ich kann auch hier so drüber fahren und sehe dann schon die verschiedensten Seiten, die diese Webseite zum Beispiel hat. Also ich kann mich da einfach wirklich hineintigern und sagen,
Das möchte ich so. Das heißt, ich zeige jetzt, ich mache das jetzt mit für euch auf und dann zeige ich euch, was ich, wie ihr anfangt. Wenn wir das anklicken, steht hier, passe diese Vorlage an. Ja, ich möchte diese Vorlage nehmen. Das ist eine Pro-Vorlage, hat man dieser Krone oben gesehen. Mit dieser Krone, das bedeutet eben alles, das sind diese Pro-Vorlagen. Das heißt, ich brauche einen Pro-Account. Das Pro-Account ist aber nicht so teuer. Das heißt, es zahlt sich schon aus, hier zu investieren. Wie ist das jetzt nur hier aufgebaut? Also hier oben habe ich den Namen quasi der Webseite. Wir nennen sie jetzt Digital Detox, weil so heißt die Seite, die ich dann fertig gemacht habe. Hier habe ich ein Logo und hier habe ich einen Text und hier habe ich zum Beispiel einen Button mit einem Link. Das heißt, das ist Seite Nummer 1 und dann scroll ich runter. Hier ganz wichtig, bei Canva kann ich quasi One-Pager machen. Ich kann aber auch Unterseiten machen. Das heißt, ich muss immer wieder einen One-Pager kreieren. Und über diesen One-Pager kann ich zum Beispiel auch eine Impressum-Seite machen. Ich kann auch verschiedenste andere Seiten machen. Aber es ist immer mal, wenn ich einmal so eine Vorlage genutzt habe, muss ich einmal die bearbeiten. Dann lade ich diese gesamte Vorlage hoch und habe dann quasi die erste Webseite. Wie das dann ausschaut, seht ihr zum Beispiel hier. Ich will euch das nur zeigen. Ich habe bei Boho Quartier, das ist ein Shop, den ich kreiert habe und jetzt in der Zwischenzeit nur für B2B anbiete, so eine Seite gemacht. Und hier seht ihr, das ist einfach wirklich so ein One-Pager. Also das seht ihr jetzt gerade nicht. Moment. falscher Tab gerade. Präsentieren einen an. Ich zeige euch jetzt einen anderen Tab, Moment, damit ihr das auch wirklich euch anschauen könnt. Na? Ein Tab, so. Da könnt ihr das jetzt sehen. Das ist eben diese Webseite, die ich mit Canva kreiert habe. Hier seht ihr einfach das Menü. Es ist ganz easy gemacht. Ich habe hier einfach Boho Quartier, habe hier einen Text reingegeben, ein Ja. Und dann kann man sich einfach durchscrollen, habe hier Texte reingegeben und kann natürlich hier alles Mögliche machen. Für jemanden, der einfach einen One-Pager sucht, eine Präsenz haben möchte, eine einfache, kein CMS-System haben möchte, ist das die perfekte Lösung. Heißt nicht, und das muss man auch sagen, dass es jetzt irgendwie SEO-optimierbar ist, großartig. Das macht aber nichts, wenn du keinen Blog hast oder nicht irgendwie Content kreierst, wird deine Seite so und so sehr schwer in die der Suchmaschine ganz vorne sein. Da arbeitet man besser mit Tools wie Google My Business und Co. Also das ist grundsätzlich so und so eine Frage, ob du das überhaupt benötigst. Gehen wir zurück zu Canva. Hier ab ein Tab. Da sind wir. Also das sind wir schon. Ah, die Vorlage haben wir schon angepasst. Wir müssen einen anderen Tab aufmachen. Moment. Ah, die Technik ist immer wieder so. Genau, hier sind wir jetzt auf dieser Webseite. Ich habe jetzt erst bemerkt, dass ihr das gar nicht gesehen habt, aber hier sind wir jetzt auf dieser Webseite. Und eben wie ihr seht, das ist einfach eine Seite, ein One-Pager, der ist relativ lang hier, jetzt kann ich aber immer länger machen und kann das einfach wie meine typischen Canva-Bilder einfach bearbeiten. Wichtig ist natürlich, muss man überlegen, okay, was für Texte möchte ich in der ersten Seite haben, was sollen die als erstes sehen, welche Logos möchte ich haben, welchen Text möchte ich in der Mitte haben. Hier kann ich Buttons machen, das heißt, ich kann auch die Seiten untereinander verlinken, das zeige ich euch jetzt gleich, wie es dann geht. Und ihr könnt es einfach hier runter scrollen und die verschiedensten Sachen, so wie man halt auf Canva die Sachen bearbeitet, ändern. Möchte ich eine Seite hinzufügen, mache ich das so wie bei Canva, kann ich hier bei jedem Canva-Vorlage, sage ich jetzt einmal, hier eine Seite einfach hinzufügen und kann die bearbeiten, wie ich möchte. Ich kann die natürlich auch duplizieren, ich kann hier die Fotos, andere Fotos reinziehen. Jetzt gehe ich mal zu Fotos und ziehe zum Beispiel so ein Bild rein, passt jetzt nicht unbedingt, aber grundsätzlich, ich kann da einfach alles Mögliche jetzt hier machen und verändern. Und das geht richtig schnell.
Was jetzt da alles hineingehört, das ist natürlich je nachdem, was für ein Unternehmen du hast, was du machst, was du anbietest, unterschiedlich. Aber grundsätzlich kann man bei diesen ganzen Vorlagen diesen Aufbau schon gerne mitnehmen. Das heißt, am Anfang einfach ein Teaser, dann vielleicht sich selbst vorstellen, dann einfach das Service, was man hat, dann einfach sagen, okay, vielleicht ein bisschen so Inspirationsbilder zeigen, was andere sagen, Testimonials nutzen und die Kontaktdetails natürlich. Ganz wichtig natürlich, die Datenschutzerklärung und Impressum solltest du auch hier reingeben. Ist die Frage, ob du es jetzt hier hineingibst oder einfach eine eigene Seite machst, was meistens klüger ist, weil es dann ein bisschen abgesetzt ist. Aber grundsätzlich ist das so möglich. Ich werde jetzt meine Webseite aufmachen, die ich schon gebaut habe, weil das einfach einfacher ist, um euch das genau zu zeigen, wie das gehört. Hier ist sie. Ich teile das gleich mit euch, damit ihr euch genau sehen könnt. Also wie man sieht, hier steht schon, wenn du dieses Design noch weiter bearbeitest, musst du dann noch einmal veröffentlichen, um deine Webseite zu aktualisieren. Es ist einfach so, ihr baut quasi diese Webseite hier hinein, ihr arbeitet hier und dann jedes Mal, wenn ihr eine Änderung habt, müsst ihr einfach nochmal hochladen. Das geht aber richtig einfach und dementsprechend muss man sich nicht viel hier aufhalten. Ich gehe jetzt hier auf Design bearbeiten, ich habe es in dieser Form schon hochgeladen. Das ist einfach eine Testseite für mich. Und ich zeige euch jetzt einfach, das war meine Idee, dass ich das jetzt so mache. Das führt jetzt zu einem anderen Blog, nämlich einem Blog, den ich so und so kreiert habe. Hier habe ich Tipps eben mal zu meiner Website, zu victoriaegger.com verlinkt. Hier habe ich hier noch einmal ein paar andere Sachen reingegeben. Hier habe ich meinen Kontakt. Und in meinem Fall ist halt Impressum und Datenschutz ist quasi auf meiner Website ja eh schon gegeben. Das heißt, es gehört ja einfach dazu. Aber grundsätzlich kann ich das einfach hier ganz einfach verändern. Was ist jetzt hier wirklich wichtig? Was ist hier wirklich wichtig? Wichtig ist, dass ihr hier auf jeden Fall einen Seitentitel reingibt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier Hotels anklicke, dass hier auch Hotel steht. Warum ist das wichtig? Weil wenn ich zum Beispiel hier in die Vorschau gehe, und Menüpunkte, eine Navigation haben möchte, quasi Menüpunkte, nimmt er eben diese Seitentitel bei den Menüpunkten. Das heißt, ich muss mir dort einfach aussuchen, wie sollen denn überhaupt diese Seitentitel heißen da oben. Das kann auch Startseite zum Beispiel hier sein und kann auch anders sein, aber grundsätzlich ist das hier extrem wichtig, dass ich das dort gleich eintrage. Ist natürlich auch SEO-technisch wichtig, was jetzt hier in diesem Fall bei diesen Webseiten nicht so super ist, aber grundsätzlich möglich. Ich kann auch hier Notizen reingeben, wenn es für mich wichtig ist, aber grundsätzlich ist wichtig, dass ich hier diese Seitentitel eintrage, damit ich ganz genau, weiß, welche Unterseiten es hier gibt. Dann ist es wichtig, dass du hier auch, also möchtest du jetzt zum Beispiel eine Seite verschieben und sagst, naja, die Tipps können weiter runter, dann kannst du hier auf die rechts und links Pfeile klicken. Das solltest du auch schon kennen, wenn du Canva nutzt. Wenn nicht, dann siehst du hier, kannst du eine Seite auch da hinzufügen, kannst sie löschen, kopieren, sie kannst du auch sperren quasi, dass niemand anderer nicht das verändern kann, weil das Schöne an Canva ist auch noch dazu, dass du natürlich auch zu zweit, zu dritt, zu viert daran arbeiten könnt. Das heißt, du bist nicht da alleine, wenn du sagst, du hast jemanden, der super mit Design umgehen kann, dann ist das natürlich eine Option, dass dir jemand da hilft und dich da unterstützt. Jetzt gehen wir hier weiter auf die Vorschau kurz, schauen uns das einfach an und so wird dann die Webseite auch wirklich online dargestellt. Das heißt, da wird sich auch nichts ändern. Eben wichtig ist, dass ihr hier Impressum und Datenschutz noch reingibt. Aber grundsätzlich so ist dann das super simple Design. So. Wenn
Was ihr jetzt auch designtechnisch noch ändern könnt, ist zum Beispiel, wenn ich auf Webseite veröffentlichen gehe, kann ich hier auch ein Fav-Icon ändern. Das heißt, diesen Icon, Moment, nein, das ist jetzt falsch. Das stimmt nicht. Design bearbeiten. So, wenn ich jetzt auf Webseiten veröffentlichen gehe, kann ich, Moment, ich suche gerade etwas, aber grundsätzlich, okay. Hat man jetzt die Webseite fertig, dann geht man auf die Vorschau, schaut sich das einfach an und hat einfach hier die Möglichkeit, wirklich sich alles anzupassen, wie man möchte. So viel dazu. SEO-technisch geht einfach nicht so viel, wie man sieht, aber grundsätzlich, wenn du sagst, okay, ich habe einen One-Pager, ich bin Kosmetikerin, ich bin Beraterin, habe nur eine Seite, ich habe ein sehr konkretes Angebot, ich brauche keinen Blog, ich brauche keine komplizierte Webseite, dann ist das wirklich perfekt. Solltest du Fragen zu diesem Thema haben, oder wie man das genau macht, kannst du natürlich dich jederzeit bei mir melden. Ich habe auch am Ende dieser Präsentation ein kurzes Angebot für dich, so dass du zum Beispiel, wenn du diese Webseite machen möchtest oder auch dein Online-Marketing verbessern möchtest, dann du nicht ganz alleine stehst. Aber mehr dazu etwas später. Wenn du die Seite jetzt fertig hast, weil du sagst, okay, ich möchte sie jetzt veröffentlichen, kannst du hier oben auf Webseite veröffentlichen gehen. Und hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Erstens einmal kannst du auch die Webseite ohne Navigation online stellen. Das heißt, du hast dann oben einfach keine Bar. Also es schaut dann einfach so aus, dass du hier keine Bar hast, sondern dass einfach nur das Bild drinnen ist. Du kannst es dir, by the way, hier auch natürlich mobil auch anschauen und das ist meistens perfektioniert schon. Also das kannst du hier entscheiden. Also ich mache es jetzt mit Navigation. Bei mir ist es hier schon veröffentlicht, aber grundsätzlich, wenn ich hier auf Ändern gehe, also wenn du es noch nicht veröffentlicht hast, dann kommen hier drei Optionen. Das eine ist, du kannst es für eine kostenlose Domain auf Canva nutzen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt jedem raten, aber grundsätzlich ist es eine Möglichkeit, dass du sagst, du hast eine Domain, die dann mycanva.com, soweit ich jetzt weiß, heißt. Also du entscheidest den Namen und das ist dann quasi auf Canva. Es wird auch das Ganze auf Canva gehostet. Das heißt, du brauchst keinen Hoster hier drinnen, du brauchst nur einen Domainnamen. Du kannst aber auch die Domain auch einfach über Canva kaufen. Das heißt, wenn du noch keine hast und du sagst, okay, ich hätte gerne eine Domain, ist das natürlich eine Möglichkeit. Also wenn ich jetzt sage, Digital Detox gibt es sicher, kann ich jetzt mit, schlägt er mir was anderes vor, also ich mag .com, gibt es halt wahrscheinlich noch nicht mehr, ist mehr, nicht mehr zu finden, aber hat verschiedenste andere Domains, die er mir hier vorschlägt. Eine weitere Möglichkeit, Moment, zu verändern, ist natürlich eine bestehende Domain zu nutzen. Ich habe meine Domain hier schon hinterlegt, aber sollte ich eine andere als meine drei Domains, die ich hier schon hinterlegt habe, nutzen, kann ich hier ganz einfach sagen, okay, machen wir august.at, das werde ich jetzt nicht hinterlegen, aber grundsätzlich kann ich es hier einfach hinterlegen und es sagt mir ganz genau, was ich zu tun habe. Und was hast du zu tun? Du musst zu deinem Provider quasi gehen, Domain, wo du die Domain registriert hast, also Domain Registrar eigentlich, gehen und dort ein paar Einträge ändern. Das eine ist, du musst bestimmte A-Einträge löschen, das heißt, du gehst in die DNS-Verwaltung dort und gehst auf die A-Einträge und alles, was hier steht, CNAME-Einträge und du löscht alles, was hier nicht drinnen steht, was du brauchst. Also eigentlich geht es um diese A-Einträge, die CNAME-Einträge, wenn es solche Einträge gibt, das gibt es meistens nicht, wenn du die Domain noch nicht verwendet hast, dann hast du diese Einträge eigentlich nicht und die TXT-Eintrag musst du machen. Die löscht auf der einen Seite und auf der anderen Seite fügst du die einfach hinzu. Und dann wird nach einer Zeit, das dauert vielleicht ein bisschen, bis zu 72 Stunden, sagt man sehr oft, wird hier die Domain verknüpft. Also so wie ich das hier jetzt habe mit meinen verbundenen Domains,
ich gehe jetzt einmal hier rein, August.at werde ich hier nicht verbinden, weil da habe ich ein CMS-System drauf, aber grundsätzlich kann ich hier jetzt weitergehen und sagen, okay, die ist jetzt verbunden. Wenn ich hier jetzt reingehe, kann ich hier das Bild meines Fav-Icons ändern quasi, also ich kann einfach diese Vorschau im Browser quasi verändern. Ich habe da jetzt kein Bild, kein passendes, deswegen mache ich das nicht. Du kannst hier den Namen quasi deiner Webseite und eine kurze Webseitenbeschreibung, also eine typische Tag für Text für SEO. Dann kannst du entscheiden, ob du einen Passwortschutz aktiviert hast. Das habe ich hier gemacht. Du kannst es aber auch weglassen. Also habe ich einen Passwortschutz aktiviert. Und wenn du einen Passwortschutz aktiviert hast, bekommst du das Passwort per E-Mail. Das heißt, schau, dass du auch wirklich die richtige E-Mail hier hinterlegt hast. Und du kannst auch sagen, also ich ein Passwort und ich möchte eigentlich nicht, dass die Suchmaschinen meine Webseite finden. Wann mache ich das? Das mache ich zum Beispiel, wenn ich gerade eine Webseite teste oder wenn ich sage, okay, die Kundin muss das sich noch anschauen oder so, dann kann ich das machen. Achtung, das gilt auch für alle anderen Sachen, Achtung, immer auch wieder weggeben, wenn ihr merkt, okay, ihr braucht das doch nicht. Und danach gehe ich einfach auf Veröffentlichen. Jetzt muss ich warten darauf, was für Passwort ich bekomme. Und da sieht man, wie einfach das alles geht. So, da ist schon das Passwort. Geh auf die Webseite anzeigen. Gib das Passwort ein. Ich bin kein Roboter. Passwort brauchen wir jetzt hier nicht. Und hier ist schon die Webseite. So einfach gehst. Wenn ich jetzt hier anklicke, Hotels, Tipps, Zuhause, Kontakt, komme ich da überall mit. Ich habe das zum Beispiel verlinkt, meine Blogposts das seht ihr gerade nicht, sehe ich. Das ändern wir wieder. Ich glaube, wir machen das ganze Fenster. So. Ihr habt es hier, seht ihr das ganze Fenster. Jetzt gehe ich auf die Webseite. Hier haben wir sie. Und hier ist sie schon online. Das heißt, ich bin von hier einfach auf Webseite gegangen, habe das Passwort eingegeben und dann bin ich hier hineingekommen. Und ich habe das halt zu meiner anderen Webseite verlinkt. Da kommt man einfach zu diesen Beiträgen, die zu diesem Digital Detox vielleicht gut dazu passen. Also wie ihr seht, es geht rucki zucki, wie ich so schön sage. Es geht einfach eigentlich nicht schneller. Und wenn ihr jemals sowas machen wollt, dann macht es einfach Sinn, das so umzusetzen, weil ihr einfach ganz schnell eine Webseite habt. Auch wenn ihr sagt, okay, ich möchte eigentlich eher ein CMS-System, aber Moment, ich suche gerade. Aber ich möchte nicht, wie soll ich sagen, ich bin noch nicht so weit oder die Webseite ist noch nicht fertig oder so. Also das kann mir einfach passieren und dementsprechend ist Canva in dem Sinn wirklich eine gute, gute Option, das so zu machen. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir die natürlich jederzeit schicken. Ich freue mich über jeden, der mir schreibt. Solltet ihr auch zu Canva andere Fragen haben, jederzeit gerne. Solltet ihr Social Media Posts machen wollen mit Canva, habe ich auch ein YouTube-Video gemacht dazu. Das könnt ihr euch auch anschauen auf meinem YouTube-Channel. Ihr findet es mir unter Victoria Egger im YouTube-Channel. Und ja, so viel dazu. Noch eine Frage, wenn es irgendwo eine Frage gibt, einfach in den Chat reingeben. Ich habe im Vorab eine Frage bekommen, ob man wirklich, wie man vor allem diese Unterseiten macht. Es gibt die Möglichkeit, das habe ich, zeige ich jetzt euch noch,
wenn ihr auf, Moment, jetzt muss ich kurz nur schauen, ob ich, wie ich dir das zeige, euch das zeigen kann. Wenn ihr eine Unterseite machen wollt, Moment, ich muss hier den Screen, die Präsentation wieder beenden und wir nehmen das Fenster, das ist, glaube ich, einfacher. Wenn wir hier auf die Seite gehen und Webseite veröffentlichen machen. Okay, Moment. Kannst du hier die URL auch ändern. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel diese Impressum-Seite machst und sagst, okay, ich habe jetzt diese Impressum, kannst du hier Impressum erstellen und dann quasi das unter Impressum hochladen. Dann ist das quasi die Impressum-Seite. Also funktioniert das und du kannst es dann quasi untereinander verlinken. Das solltest du natürlich erst spät, also quasi erst, das ist einfach bei Impressum macht das Sinn und bei Datenschutz, sonst werden alle URLs sonst aus der Seite gelöscht. Aber grundsätzlich ist das für mich, macht das hier einfach so Sinn. Was ich habe noch eine zweite Frage, glaube ich, bekommen gehabt, muss ich jetzt schauen, welche das ist. Ihr hört gerade meinen süßen Hund, der hat, dem ist, glaube ich, langweilig. Ich habe noch eine Frage bekommen, wobei, ich glaube, die habe ich sogar schon beantwortet. Ich glaube, das war die Frage, wie das mit SEO und so ist. Ich glaube, das ist eh klar, dass es einfach nicht so optimierbar ist wie mit anderen Systemen. Ja, so viel dazu. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr mir natürlich jederzeit schreiben und mir was schicken. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Wir haben genau eine halbe Stunde gebraucht. Ich freue mich total, dass das so geklappt hat. Ich versuche, meine Inputs und meine Infos immer sehr kurz zu halten, um möglichst an den Punkt zu kommen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und solltet ihr eben Fragen haben, jederzeit. Und ich freue mich über jeden Like, über jede, wie soll ich sagen, auch auf YouTube, Instagram und Co., auf jede Referenz. Und freue mich, wenn wir uns vielleicht beim nächsten Webinar oder bei einem meiner Workshops oder so sehen. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Montag und freue mich, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit sehen.